Seid gegrüßt, willkommen zurück zu Gothic 2. Wir sind immer noch am Marktplatz. Mir fiel bis jetzt auf, dass ich relativ langsam und gemächlich hier durchgehe, aber ich finde das auch eigentlich ganz in Ordnung, denke ich. Ich hoffe ja auch. Wir haben uns letztes Mal hier mit Jora unterhalten, der uns erzählte, dass er einerseits von Rengaru bestohlen wurde, der vermutlich da hinten war. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Und dass sein Freund verschwunden ist. Ich habe es selbst erlebt. Tja, da werden wir uns noch mal umgucken müssen. Das ist ja interessant. So, Greg wollte ja nicht mit uns reden, wenn ich mich recht entsinne. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Eine Sache noch. Hör zu, Kleiner. Ich habe im Moment wichtige Dinge zu erledigen. Wir werden uns später unterhalten. Klar? Alles klar, Greg. Dann haben wir noch Hakon. Ich bin Hakon, der Waffenhändler. Kann ich etwas für dich tun? In diesen Tagen sollte jedermann eine Waffe tragen. Vor allem, wenn er außerhalb der Stadtmauern unterwegs ist. Ja, ein Waffenhändler ist natürlich genau das, was wir brauchen. Wenn wir Waffen benutzen könnten und Geld hätten. Wir können ihn nach Dingen außerhalb der Stadt fragen. Wir können ihn fragen, ob er etwas über die Paladine weiß oder über die verschwundenen Bürger Corines. Und dann wir können uns die Ware ansehen. Ich würde sagen, wir fangen mal damit an, dass wir ihn ausfragen, was es denn hier so um die Stadt Corines rum gibt. Erzähl mir mehr über die Gegend außerhalb der Stadt. Es ist verdammt gefährlich geworden da draußen. Zum einen wegen der Banditen. Und zum anderen wegen der wilden Tiere. Selbst die Tiere scheinen in diesen beschissenen Zeiten nicht genug zu fressen zu haben. Sie wagen sich immer näher an die Stadt ran. Mhm. Okay, es gibt Banditen. Jetzt könnten wir ihn auch noch über die Banditen fragen, da wir schon mal dabei sind. Was weißt du über die Banditen? Was ich von ihnen weiß? Auf dem Weg in die Stadt haben sie mich ausgeraubt. Und ich bin nicht der Einzige. Die treiben hier schon seit geraumer Zeit ihr Unwesen. Die Miliz hat zwar mal versucht, sie aufzuspüren, aber ohne Erfolg. Ja, so ist das immer. Das ist doch kein Geheimnis. Es gibt ja einen ganzen Rattenschwanz an Sachen. Redet einfach zu viel. Wer von der Miliz war denn hinter denen her? Weißt du, wer von der Miliz an der Suche beteiligt war? Der Kerl heißt Pablo. Er war mit ein paar anderen auf der Suche nach den Banditen. Aber gefunden haben sie nichts. Weißt du, wo ich Pablo finden kann? Er patrouilliert durch die Stadt. Du findest ihn entweder am Tempelplatz oder in der Unterstadt. Ich denke mal, den Pablo müssen wir danach fragen. Immerhin hat er ja auch einen Steckbrief gefunden, also können die ja doch nicht ganz ohne Erfolg gewesen sein. Oder das war, als die ein anderes Banditennest ausgehoben haben. Wo wurde der Gute denn überfallen? Wo bist du überfallen worden? In der Nähe von Akils Hof. Geh einfach hier vorne aus dem Stadttor hinaus und folge dem Weg nach rechts. Dann kommst du nach einer Weile zu ein paar Treppenstufen. Von dort kamen die Kerle. Ich wette, die haben in dem Wald dahinter ihr Versteck. Gut möglich. Natürlich sagen wir erstmal, wir kümmern uns drum, auch wenn wir im Moment dafür noch ein wenig schwach auf der Brust sind. Ich werde mich darum kümmern. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Du willst dich mit den Banditen anlegen? Du alleine? Du bist wohl ein guter Kämpfer, was? Wie viel ist dir die Sache wert? Das ist eine gefährliche Sache. Naja, mir soll's recht sein. Ich zahle dir 100 Goldstücke, wenn du die Banditen besiegst. Er erzählt alles weiter. Ja, das wird aber noch eine Zeit dauern. Das wird noch viel schlimmer. So. Ja, dann können wir immer nach den verschwindenden Bürgern fragen. Was weißt du über das Verschwinden der Bürger von Corinis? Ich habe schon viele durch das Stadttor im Osten schreiten sehen. Einige sind gekommen, die ich in meinem Leben noch nie vorher gesehen habe. Und viele sind dort hinausgegangen und kamen nie wieder. Aber neulich geschah etwas, das war schon befremdlich. Da war so ein Kerl bei mir. Ich glaube, Joe ist sein Name. Er prahlte damit, dass er bald zu großem Geld kommen würde. Er wüsste angeblich, wie man in einen der Stadttürme, in denen die Miliz ihre Waffen aufbewahrt, hineinkäme. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen, obwohl er mir sonst jeden Tag etwa um die gleiche Zeit über den Weg gelaufen ist. Ich habe das der Miliz gemeldet und dachte, vielleicht haben sie ihn erwischt. Und ich finde ihn da im Kerker wieder. Lord André wusste aber nicht, wovon ich rede.
Er kannte den Typen nicht einmal. Bin ich es nicht mit eigenen Augen interessant. Gesehen? Also. Ach, erzähl mir nicht sowas. Hatte er einen Coup vor? Hm. Wer sagt denn sowas? Weil Joe ist ja auch der, der von Jura vermisst wurde. Das weißt du denn über die Paladine? Weißt du etwas über die Paladine? Ja, die Kerle versauen mir mein Geschäft. In der ganzen Stadt kannst du höchstens noch Kurzschwerter kaufen. Alles, was länger als eine Elle ist, haben sie sich unter den Nagel gerissen. Dafür darf ich jetzt umsonst im Hotel wohnen. Dann solltest du vielleicht mal bei Sarah gucken. Die hatte schon ein paar anständige Zweihänder im Angebot. Ja, wer erstellt denn deine Waffen? Wo bekommst du deine Waffen her? Harald, der Schmied, hat mich bisher immer beliefert. Jetzt produziert er nur noch für die Paladine. Er arbeitet Tag und Nacht wie bescheuert, umsonst für die Kerle. Er denkt, es wäre seine Pflicht. Alles, was ich dir anbieten kann, sind Restbestände. Ja, jeder wie er meint, ne? Dann zeig mal, was du so hast. Zeig mir deine Ware. Okay. Ja, weiß gar nicht, was er hat. Mit dieser Schlachtaxt kann man doch auch ordentlich Schaden machen. Was hat denn der sonst noch so? Er hatte 5 Rohstahl. Kurzschwert, ist gar nicht so übel. Ein Harnisch-Amulett, das vor Waffen schützt, vor Schaden schützt. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. So ein Ledergürtel haben wir schon. Das ist ja schrecklich. Einen Milizgürtel brauchen wir nicht, da wir keine Milizrüstung haben. Ach, erzähl mir nicht sowas. Gut, verkaufen können wir dir, glaube ich, soweit nichts. Nee, sieht nicht so aus. Haben wir noch den Apfeltabak. Aber um damit das Richtige zu machen, schlimme Zeiten sind das. Dann müssen wir noch mal ein bisschen gucken. So, dann haben wir hier noch Frauen und Zuris. Ich bin Zuris, Meister der Tränke. Benötigst du eine Essenz der Heilung oder ein magisches Elixier? Dann bist du bei mir richtig. Ja, wir fragen ihn mal, wo seine Tränke denn herkommen. Stellst du deine Tränke selbst her? Nein, ich beziehe sie entweder aus dem Kloster oder kaufe sie von Constantino, dem Alchemisten. Wenn du an der Herstellung von Tränken interessiert bist, dann sprich mit ihm. Er braucht einen Gehilfen. Aber er ist zu eigensinnig, um selbst jemanden einzustellen. Er ist halt störrisch wie ein Maulesel. Er kommt immer bei mir vorbei, wenn er draußen vorm Osttor Pflanzen für seine Tränke sammelt. Er sammelt draußen vorm Osttor seine Pflanzen. Das ist mal wieder typisch. Ja, vielleicht weiß Zuris ja genau, wo das ist. Und dann können wir da auch relativ schnell alles finden, was wir benötigen für... Er erzählt alles weiter. Konstantinos Aufgabe... Ehrlich, ja doch, Constantino. Dort steht ja sein Name, Mann, und ich denke nach. Wo genau sammelt Constantino seine Kräuter? Er geht immer durch das östliche Stadttor hier und verschwindet dann nach links in die Wildnis. Er hat mal erzählt, dass in der Gegend dort so ziemlich alles wächst, bis auf Kronstöckel. Das ist ja interessant. Ob Zuris wohl auch weiß, wo man einen Kronstöckel findet? Hat Constantino auch erzählt, wo man Kronstöckel findet? Ich habe ihm mal sagen hören, dass das Zeug in der Nähe von Steinkreisen wächst. In der Nähe von Lobards Hof, das ist der Hof draußen vor dem anderen Stadttor, ist einer dieser Steinkreise. Er liegt auf einem Hügel, glaube ich. War mal ein Grab oder sowas. Ja, dann zeig mal, was du hast. Zeig mir deine Ware. Ich hab was anderes. Sollte lieber den Mund haben. Gut, er hat jetzt ein paar Tränke, ein Amulett der Erleuchtung, ein Gürtel der magischen Abwehr und halt so Zauber. Hier kann man auch sehen, hier zum Beispiel dieser Feuerregen. Der kostet nur 5 Mana, aber macht 500 Schaden. Er ist dafür gar nicht mal so teuer. Ich habe was anderes. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Licht hätte ich allerdings schon gerne. Die Frage ist, ob das noch im Moment warten kann. Monster schrumpfen könnte auch interessant für uns sein. Ach, erzähl mir nicht so. Ja, das einzige Problem ist, hier sieht man das, die Windfaust. Schlimme Zeit. Die ist ein, halt so wie früher der Feuerball, ein Aufladezauber, der je nachdem, wie viel Mana man einsetzt, Schaden verursacht. Und da sieht man schon, Mana kosten minimal 20, maximal 80 und je nachdem skaliert der Schaden. Das ist doch kein Geheimnis. Die kosten leider nicht nur 5.
Der erzähle ich gar glaube dann. Hier hätten wir noch ein Buch und roten Tränenpfeffer von den südlichen Inseln sowie Apfeltabak. Ich habe was anderes. Wollen wir die schon mal mitnehmen? Das ist doch kein Geheimnis mehr. Nützt ja nix. Ich habe was anderes gehört. So. Das wäre der Marktplatz gewesen. Wir können mal. Hier ist Zures Haus. Aber wir werden beobachtet, also können wir da nicht einfach reinschleichen. Also lassen wir das mal. Wenn der Wassermagier dort seine Predigt anhält, würde ich mich eigentlich ganz gerne mal dahin stellen. Also wenn die jetzt anfängt und zuhören. Und an diesem Ort waren Ordnung und Chaos zugleich. Und so ward das Meer erschaffen. Und das Meer gab das Land frei. Und es entstanden alle Wesen, Bäume wie Tiere, Wölfe wie Schafe. Und zuletzt entstand der Mensch. Und Adanos gefiel, was entstanden war, und er erfreute sich an allen Wesen gleichermaßen. Aber so groß war der Zorn Belias, dass er über das Land kam und das Tier erwählte. Und Belia sprach zu ihm. Und das Tier ward ihm untertan. Und Belia verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht, auf das es das Land zerstöre. Aber Innos sah, was geschehen war. Und auch er betrat das Land und er erwählte den Menschen. Und Innos sprach zu ihm und der Mensch ward ihm untertan. Und Innos verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht, auf das er dem Wirken Belias Einhalt gebiete. Und Belia sprach zu einem weiteren Wesen. Aber Adanos ließ die Flut kommen und das Wesen wurde fortgespült von der Erde. Aber mit ihm fortgespült wurden Bäume und Tiere und Adanos überkam eine tiefe Trauer. Und so sprach Adanos zu seinen Brüdern: Nie mehr sollt ihr mein Land betreten. Denn es ist heilig, und so soll es sein. Aber der Mensch und das Tier führten Krieg auf dem Land Adanos, und der Zorn der Götter war mit ihnen. Und der Mensch erschlug das Tier, und es ging ein in Belias Reich. Adanos aber sah, dass nun Ordnung und Chaos ungleich waren, und er bat Innos, dem Menschen seine göttliche Macht zu nehmen. Und Innos in seiner Weisheit tat es. Aber Adanos fürchtete sich vor dem Tag, an dem das Tier auf das Land zurückkehren würde. Und so bat er Innos, jenen Teil seiner Macht in seinem Reiche zu belassen, auf dass er sie dem Menschen wiedergebe, falls das Tier zurückkehren sollte. Und Innos in seiner Weisheit tat es. Aber das Licht war eine Qual für Belia, und alles, was Innos erschuf, wurde von Belia zerstört. Adanos aber sah, dass so nichts sein konnte. Kein Licht und keine Dunkelheit. Und so stellte er sich zwischen seine Brüder, um ihren Streit zu schlichten.
und es gelang ihm nicht. Aber dort, wo Adanos stand, ward ein Ort, an dem Innos und Belia keine Macht hatten. Und an diesem Ort waren Ordnung und Chaos zugleich. Und so ward das Meer erschaffen. Und das Meer gab das Land frei. Und es entstanden alle Wesen, Bäume wie Tiere, Wölfe wie Schafe. Und zuletzt entstand der Mensch. Und Adanos gefiel, was entstanden war, und er erfreute sich an allen Wesen gleichermaßen. Aber so groß war der Zorn Belias, dass er über das Land kam und das Tier erwählte. Und Belia sprach zu ihm, und das Tier ward ihm untertan. Und Belia verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht. Ja, man merkt schon, es wiederholt sich dann irgendwann. Zerstört. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er immer das Gleiche erzählt oder unterschiedliche Sachen hat, die er dann quasi immer wieder abspult. Aber wir können mal mit Vatras reden, denn wir sollen uns ja seinen Segen holen. Adanos sei mit dir. Wer bist du? Ich bin Vatras, ein Diener des Adanos, des Behüters des göttlichen und weltlichen Gleichgewichts. Was kann ich für dich tun? Ja, da sieht man schon, wozu die Wassermagier hier gebracht wurden. Und zwar, um das Gleichgewicht zu wahren. Ja, wir könnten hier jetzt etwas über den Ring des... Also quasi mit der Tür ins Haus fallen und über den Ring des Wassers fragen. Ihm sagen, dass wir einen Brief für ihn haben. Und ihm offerieren, uns dem Ring des Wassers anzuschließen. Ansonsten, was ich hier jetzt gerade gemacht habe, indem wir ihm zugehört haben, dass... Das ist jetzt nicht wie ewig rumprobieren zu kämpfen an einer Stelle oder einen unmöglichen Kampf zu kämpfen, sondern einfach mal jemanden zuzuhören. Das gehört quasi zum Spiel, meiner Meinung nach. Und wenn man sowas zeigt, kann man sich halt auch mal die 5 Minuten nehmen, zu zeigen, wie das denn gemacht wurde mit dieser Predigt, die da abläuft, weil meist bekommt man die ja eher nur sekundär mit. Also, ja, kann man halt mal machen, ne? Ich würde sagen, wir geben Ihnen mal als allererstes den Brief. Ich habe hier einen Brief für dich. Für mich? In der Tat, das ist eine wichtige Botschaft, die du mir da übermittelt hast. Ich frage mich, wie du an diesen Brief gekommen bist. Ja, Kavalorn übergab oder überließ sie uns. Ja, einigen Banditen haben wir sie auch abgenommen, aber die haben den ja glücklicherweise nicht gelesen. Von Kavalorn, dem Jäger. Kavalorn? Wo ist er? Er sagte mir, ich solle dir ausrichten, dass er es nicht mehr geschafft habe und auf dem Weg zum Treffpunkt sei, was das auch immer heißen mag. Ich sehe, dass du Kavalorns Vertrauen gewinnen konntest. Das spricht für dich, mein Sohn. Ja, dann erzähl uns mal was über den Ring des Wassers. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Und warum sollte ich das tun? Weil Kavalorn uns schickt. Kavalorn hat mich zu dir geschickt. Und was hat er dir erzählt? Er sagte, ihr braucht dringend mehr gute Leute. So. Also willst du dich uns anschließen, mein Sohn? Möglich. Ja. Behaupten wir das doch einfach mal. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. So? Dann hast du ja schon die erste Bedingung dazu erfüllt. Was meinst du damit? Naja, du hast jemanden in den Reihen unserer Kinder, der dich vertraut. Sonst würdest du sicherlich nicht davon wissen. Aber ich weiß gar nichts über dich. Was willst du wissen? Nun, du könntest mir erzählen, wo du herkommst und warum du in die Stadt gekommen bist. Ich komme mit einer wichtigen Botschaft für den Anführer der Paladine. Was ist das für eine Botschaft? Drachen sind gekommen. Vatras gegenüber kann man gewiss ehrlich sein. Immerhin ist er als Vertreter Adanos ja für das Gleichgewicht zuständig. Gut, andererseits könnte er natürlich auch gegen uns intervenieren und
uns davon abhalten, unserer Sache nachzugehen. Aber ich denke, wir sind mal ehrlich zu ihm. Während wir reden, sammelt sich eine große Armee unter der Führung von Drachen, um das Land zu erobern. Drachen? Du sprichst von Wesen, die bisher nur in Sagen Erwähnung finden. Woher weißt du das? Ja, wie gesagt, wir sind ehrlich. Xardas, der Magier, hat es mir erzählt. Er hat mich geschickt, die Paladine zu warnen. Der Dämonenbeschwörer. Er lebt also. Und er hat dich losgeschickt? Wer bist du eigentlich? Ja, ein ehemaliger Gefangener. Ich bin ein ehemaliger Gefangener der Strafkolonie von Korinnes. Gut. Fassen wir mal zusammen. Du bist ein ehemaliger Gefangener, der von Xardas, dem Dämonenbeschwörer, erzählt bekommen hat, dass Drachen gekommen sind, um das Land zu erobern. Und du bist gekommen, um den Paladinen davon zu berichten. Das hört sich alles sehr abenteuerlich an, aber ich kann nicht erkennen, dass du mich anlügst. Daher muss ich annehmen, dass deine Beweggründe ehrlich sind. Ich will dir eine Chance geben, dich dem Ring des Wassers anzuschließen. Ja, was müssen wir denn tun? Was muss ich tun, um mich dem Ring anzuschließen? Du musst wissen, dass du große Verantwortung übernimmst, wenn du dem Ring angehören willst. Ich bin nicht gewillt, jedem, der zu uns kommt, der Bitte um Aufnahme zu entsprechen. Wenn du dem Ring angehören willst, musst du beweisen, dass du auch so handelst wie einer von uns. Und das heißt? Bevor wir einen jungen Mann in unseren Dienst stellen, muss er etwas Großes für den Ring vollbracht haben. Erst dann kann ich in Erwägung ziehen, dich für die Erhaltung des Gleichgewichts der Kräfte auf dieser Insel einzusetzen. Ja, wir haben den Schläfer besiegt oder zumindest verbannt. Wir haben die Barriere zum Einsturz gebracht als, ja, das ist ja eine, die Kausalkette davon quasi. Ja, was wäre denn angemessen für ihn? Das ist eigentlich so die wichtige Frage, weil was wir gemacht haben, ist eine Sache. Das zu beweisen, ist eine andere. Was wäre denn etwas Angemessenes, das dich überzeugt? Ein großes Rätsel beschäftigt Korinnes in diesen Tagen. Die Zahl der Vermissten dieser Stadt scheint fast täglich zu steigen. Wenn du es schaffen solltest, mir zu erklären, was mit ihnen geschehen ist, dann soll dir dein Platz im Ring des Wassers sicher sein. Allerdings... Ja? Solltest du zuerst eine Nachricht zu den Paladinen bringen. Ich glaube, die Sache ist von äußerster Wichtigkeit. Rede mit Lord Hagen. Na gut. Genau, wir haben noch das Problem, dass Lord Hagen uns nicht vorlässt. Aber Lord Hagen wird mich nicht vorlassen. Doch, das wird er zweifelsohne tun. Wenn du einer mächtigen Gemeinschaft angehörst. Der Ring hat weitreichende Beziehungen. Wir werden dir helfen, deine Nachricht so schnell wie möglich zu überbringen. Du solltest darüber mit meinem Vertrauten Laris sprechen. Er wird dir helfen. Ja, wem sollen wir uns denn anschließen? Welcher Gemeinschaft soll ich mich anschließen? Es gibt nur drei Gemeinschaften, die mächtig genug sind. Die städtische Miliz, das Kloster der Feuermagier oder die Söldnertruppe auf dem Hof des Großbauern. Die Wahl liegt bei dir, mein Sohn. Sicher kann dir Laris bei dieser schwierigen Entscheidung zur Seite stehen. Rede mit ihm darüber. Okay. Das werde ich tun. Ja, wir können ihm nochmal fragen, ob er uns jetzt noch ein wenig über den Ring des Wassers erzählen möchte. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Als Anwärter auf den Eintritt in unsere Gemeinschaft darfst du natürlich nicht alles wissen. Aber ich werde dir sagen, was ich kann. Ja, wer gehört dazu? Wer gehört alles zum Ring des Wassers? Das wirst du erst erfahren, wenn du in den Ring aufgenommen wirst. Aber ich bin mir sicher, einige von uns wirst du schon kennengelernt haben, bis es soweit ist. Na, vielleicht sogar alle. Wo sind die anderen Wassermagier? Ist auch eine interessante Frage, weil das Witzige ist, Vatras ist natürlich der einzige, den wir nicht kennen, der Wassermagier ist. Zumindest ist er der einzige, den wir bis jetzt nicht kannten. Wo sind die anderen Wassermagier? Sie erforschen die Ruinen einer alten Kultur, nordöstlich von Korinnes. Wir vermuten, dass diese Ruinen den Zugang zu einem bisher unerforschten Teil der Insel darstellen.
Ja, was wisst ihr denn über den unerforschten Teil? Erzähl mir mehr über den unerforschten Teil. Wenn du daran interessiert bist, dich der Expedition anzuschließen, kann ich dich mit einem Schreiben zu Saturas schicken. Du kannst natürlich nur dann teilnehmen, wenn du einer von uns bist. Natürlich. Die Zusammenhänge. Ja, was macht ihr denn so? Was genau tut ihr eigentlich? Wir stehen zwischen der Ordnung Innos und dem Chaos Belias. Wenn eine der beiden Parteien die Überhand gewinnt, dann bedeutet das den Verlust der Freiheit auf der einen Seite oder das todbringende Chaos auf der anderen. Und so sorgen wir dafür, dass Gleichgewicht herrscht zwischen ihnen. Nur so ist ein Leben auf dieser Welt überhaupt möglich. Interessant. Geht's auch etwas konkreter? Der Fall der Barriere hat viele Bedrohungen hervorgerufen. Die wohl offensichtlichste stellen die Banditen dar. Nicht nur, dass es fast unmöglich geworden ist, die Insel zu bereisen, ohne angegriffen zu werden. Es gibt auch noch jemanden in dieser Stadt, der die Banditen unterstützt. Wir haben herausgefunden, dass die Banditen regelmäßig von einem Waffenhändler aus Korinis versorgt werden. Wir kümmern uns beispielsweise darum, solche Männer zu finden und sie daran zu hindern, die Stadt zu gefährden. Wenn du etwas über die Sache herausfinden kannst, lass es mich wissen. Na gut. Wir halten die Ohren offen. Ja, ich würde sagen... Warte! Wenn du Laris siehst, gib ihm dieses Ornament und sage ihm, dass es zurückgebracht werden muss. Er wird schon wissen, was er damit zu tun hat. Okay, wir sehen nächstes Mal weiter mit Vadras, was er uns noch zu erzählen weiß und holen uns dann hoffentlich endlich unseren Segen. Ja, und ich würde sagen, bis dahin, auf Wiedersehen.